J-Mac, mir doch gerade. Hallo und herzlich willkommen bei J-Mac, der Sendung zu Manga, Anime, Games und Cosplay. Ich bin die Mikiko und ich werde mit euch heute ganz viele lustige Dinge besprechen und anschauen. Wir haben heute für euch mehrere Studiogäste. Als erstes eine Zeichnerkollegin, also ich bin selber ja Zeichnerin, da werden wir auf jeden Fall noch eine Zeichnerin da haben, das wird ganz interessant. Dann haben wir Cosplayer da, die natürlich passend zum Thema sein werden, aber dazu gleich mehr. Und wir werden uns mit einem Bestseller-Autor live auf Skype unterhalten. Ja, und das wird auf jeden Fall super spannend. Aber als erstes erstmal zur ersten Rubrik. Heute das Thema ist in erster Linie Märchen. Und also ihr wisst ja ganz bestimmt, dass Märchen allgemein nicht nur in Deutschland beliebt sind, also vor allem Grimms Märchen. Selbst in Japan sind die super beliebt. Seit dem 19. Jahrhundert werden die auch dort gedruckt. Und also jeder kennt auch Rotkäppchen und Rapunzel und so. Und da gibt es neuerdings eine Reihe, die sehr interessant ist. Grimms Manga heißt das, aber dazu schaut ihr euch erstmal einen Clip an. Märchen sind immer aktuell und keinesfalls Kinderkram von vorgestern. Das wissen Manga-Fans spätestens seit Kei Ishiyamas origineller Neuinterpretation Grimms Manga. Bei ihr erleben die altbekannten Märchenfiguren eine zeitgemäße Wiedergeburt. Auch im Heimatland der Gebrüder Grimm machte sich eine Schar talentierter Mangaka daran, diese alten Geschichten aus einem schrägen Blickwinkel zu erzählen. Noch einen Schritt weiter geht Ayumi Kano in ihrem Manga Grimms Monster. Dort erfährt der junge Otomi, ein in Japan lebender Nachfahre der Gebrüder Grimm, dass in den Märchen seiner berühmten Ahnen eine gefährliche Hinterlassenschaft auf ihn wartet. Nur das Märchenwesen Cinderella hilft ihm dabei, die Dämonen zu bekämpfen und seine Seele zu retten. So viel zeitgemäßer Action stehen dem guten alten Märchenonkel wahrscheinlich die Haare zu Berge. Die neuen Manga-Versionen geben den klassischen Motiven aber einiges von ihrer ursprünglichen Abgründigkeit zurück. Oder deuten sie für junge Leser erfrischend anders. Daran hätten die Gebrüder Grimm ganz sicher auch ihre helle Freude. Ja, also Grimms Manga, habt ihr gerade gesehen, super. Dazu gab es ein Sonderband, da haben acht deutsche Zeichnerinnen was, also nicht nur deutsche, aber zumindest viele deutsche Zeichnerinnen. Und da kommt jetzt die Rehan Yildirim zu uns ins Studio. Rehan, komm zu mir! So. Hallo Mikiko. Hallo, schön dich wiederzusehen. Ich freue mich auch sehr. Setz dich zu mir, mach dir gemütlich. So, genau. Klappt das? Ja. Ja. Super. Super. Ja, also die Rehan ist jetzt hier und beantwortet natürlich auch alle möglichen Fragen, die ihr stellen könnt auf Facebook. Ich guck mal gerade, gibt es das Post schon? Müsste eigentlich sein. Lass mal kurz gucken. Ich glaube, das kommt jetzt, ne? Also ein Kollege macht jetzt einen Facebook-Post und da könnt ihr ganz viele Fragen an die Rehan schreiben. Also wenn möglich natürlich um Märchen und Manga, darum geht es ja heute. Ich fange einfach mal an. Also du hast hier in diesem Buch die Bremer Stadtmusikanten genau. gezeichnet, ne? Genau. Wie kam es dazu, dass du die Story bekommen hast? Also als erstes habe ich natürlich eine ganz andere Geschichte bekommen, ein anderes Märchen. Das war, glaube ich, die Goldgans. War das der ganze Titel? Ich erinnere mich nicht mehr ganz. Auf jeden Fall waren da kaum Tiere in dieser Geschichte, okay. obwohl ich das schon ein bisschen ausgearbeitet hatte. Dann habe ich meinen Redakteur angeschrieben, dass ich ein Märchen mit mehr Tieren haben will. Und dann habe ich die Bremer Stadtmusikanten bekommen. Ach, und das ist eins meiner Lieblingsmärchen. Ach so, okay, also hast du sogar dein Lieblingsmärchen bekommen. Genau, genau. Super. Also man merkt auch richtig so in den Zeichnungen, dass dir die Tiere besonders Spaß machen. Also ja, auf jeden Fall. Die haben so viel Leben und so. Ah, wirklich klasse. Ich guck mal, ob schon einige Fragen angekommen sind. Ich weiß nicht, das dauert wahrscheinlich ein bisschen länger. Es ist so hektisch jetzt. Mal gucken. Lass mal schauen, ich drehe das mal ein bisschen.
So, ach so, hier, stellt unserem Gast eine Frage. Noch gibt's nichts. Dann frage ich dich einfach mal weiter. Mhm. Also in deiner Kindheit, hast du in erster Linie schon deutsche Märchen gehört? Oder auch, du bist ja Türkin, ne? Mhm. Hast du auch türkische Märchen? Es gibt zwar türkische Märchen, aber die haben mir nicht so zugesagt. Wie gesagt, habe ich als Kind schon Tiere geliebt und alles, was mit Tieren zu tun hat. Vor allem Märchen und Disney-Filme, aber in den türkischen Märchen kommen kaum Tiere vor. Echt? Und deswegen habe ich da überhaupt kein Lieblingsmärchen. Ach so. Da bin ich eher auf die deutschen Märchen. Ja, das ist ganz witzig. Genau. Ja. Also auch so kulturell ganz interessant. Also ich bin ja Halbjapanerin und bei uns gibt es auch weniger Tiere in Märchen. Es geht eben immer so um Geister und sowas und magische Wesen und Feen und sowas. Das ist irgendwie ganz anders so von Kultur zu Kultur. Ja, gucken wir mal, ob irgendwer immer wieder mal schauen. Postet fleißig eure Fragen, nur nicht schüchtern sein. So. Okay, hier steht, ist es schwer, Ideen für Mangas zu finden? Ideen für Mangas? In welcher Hinsicht? Also wenn es um die Geschichte geht, da muss man ja eine komplette Welt selber aufbauen. Und meine Spezialität sind zum Beispiel Fantasy-Geschichten und ich liebe es einfach, Monster zu zeichnen, eine komplett neue Welt zu entwerfen. Ich habe bis jetzt mich nie mit der realen Welt auseinandergesetzt. Aber Charakterentwürfe, die mache ich liebend gerne und da könnte ich auch zeichnen und zeichnen und ich kriege da nicht genug. Also ich kann die immer wieder aufs Papier bringen, da habe ich keine Probleme. Kenn ich. Baust du dann auch meistens die Story um die Charaktere rum? Also, dass du erst Charaktere hast und dann so langsam alles drumherum baust? Oder eher andersrum? Hast eine Story? Ich zeichne schon erst die Charaktere und dann kommen erst die Geschichten. Cool. Genau. Dann machen wir es doch ähnlich. Ich mache es auch so. Da kann man sich auch aussuchen, der Charakter passt jetzt noch rein und der. Genau. Deswegen, manchmal ist das so wie ein Puzzle, ne? Dann klickt irgendwas richtig in die richtige Stelle und dann so, das ist eine super Idee, ne? Genau. Okay, lass mal gucken. Boah, wow, sind voll viele Comments jetzt. Oh, ich komme nicht mehr mit. Lass mal gucken. Was ist dein Lieblingsmärchen von Grimm, sagt Christina Lora, möchte das wissen. Hauptsache es sind Tiere in diesen Märchen. Ich liebe einfach Märchen mit Tieren. Mhm. Vor allem die Bremer Stadtmusikanten, wie ich schon erwähnt habe. Dann die Sieben Geißlein, Rotkäppchen. Ja. Genau, Sieben Geißlein fand ich auch immer süß. Genau, diese Märchen sind meine absoluten Lieblingsmärchen. Ich habe mir früher auch immer Hörspiele angehört. Ja, ja, ja. Genau. Oder, ach, ich hatte mal so Peter und der Wolf auch irgendwie auf Kassette. Ich gar nicht. Lass mal gucken. Hier sind so viele. Ich komme gar nicht richtig mit. Oh. Moment, lass mal schauen. Okay. Hier kommt halt. Seit wann zeichnest du Mangas, möchte komische Verrückte wissen. Mangas, seit ich etwa 10 Jahre alt bin, zeichne ich Manga. Da bin ich das erste Mal mit Sailor Moon in Berührung gekommen, wahrscheinlich wie die meisten Manga-Fans. Und seitdem begeistere ich mich einfach für Manga. Aber damals gab es auch nicht so. Kann man nicht so einfach an Manga ran. Und ich habe Vorlagen aus dem Fernsehen, ich habe die Folgen aufgenommen von Sailor Moon, habe auf Pause gedrückt und gezeichnet. Anders konnte ich auch keine Vorlagen finden. Ja, also damals war es echt schwierig, ne? irgendwas zu finden. Aber es sind jetzt schon lange Jahre dabei, ne? Ja. Jetzt, Sailor Moon ist ja Klassiker, kennt auch jeder, ne? Okay, lass mal gucken. Dann haben wir hier noch. Oh, das ist ein lustiges. Marina Hofstadt möchte wissen, wenn du ein Tier wärst, welches wärst du dann? Ein Pferd. Ein Pferd? Ein Pferd. Ich liebe Pferde schon seit ich ein kleines Kind war. Ich liebe Pferde. Es sind die schönsten Tiere für mich, die es gibt. Ja. Genau. Ah, das ist ja super. ich bin auch früher mal geritten. Ich fand Pferde auch immer toll. Ich glaube, so jedes Mädchen geht irgendwie durch so eine. Also schon geritten, aber nie Unterricht gehabt. Wirklich? Ja. Oh. Dann gucken wir mal. So. Was haben wir hier noch? Moment, es sind so viele, wie ich kann mich vor lauter Fragen nicht mehr retten. Das ist ständig das ist neue, Wahnsinn. Ständig neue. Ja, lass mal kurz, ganz kurz nochmal refreshen, damit nicht die neuesten hier noch ignoriert werden. Das wollen wir ja nicht. Halt. Oh Gott, 59 Kommentare haben wir schon. So, das ist interessant. Fabian Materna möchte wissen, welche Mangaka sind dein Vorbild? Die Zeichner von Grimms Manga natürlich, Keigo Ishiyama. Mhm. Und der Zeichner von Death Note, Takeshi Obata.
Ja. Ein absolutes Vorbild. Ja, ich habe auch ein Artbook von dem, also dieses Riesenteil, ne? Und also da kann man sich stundenlang dran satt super. Sehen. Ich habe noch gar nichts von gehört. Muss ich dir mal leihen? Ja, super. Würde ich mich freuen. Ja, also die sind echt super. Ja. Auch ja. Keishiyama hat so einen ganz, wie sagt man, sanften Stil, genau, so, genau. Ne? So liebevoll. Märchenhaft. Ja, einfach. Märchen, genau. Passt perfekt, wirklich. Und sie kann Tiere zeichnen. Ja, das total. Ist das Wichtigste. Okay, lass mal gucken, ob wir noch ein, zwei Stück machen können. Hier schreibt einer First. So, Moment. Was haben wir noch nicht gehabt? Irgendwas, was ganz anders ist. So schnell kann ich gar nicht lesen hier. Achso, wie sind wir zum Zeichnen gekommen? Hatten wir schon? Ah, hier, das wäre vielleicht ganz interessant. Was hältst du von Märchen-Neuinterpretation à la Hollywood? So in 3D oder diese neuen Sachen, also die man jetzt auch sieht von Stefan Servos möchte das wissen. Also so, ich glaube, es gab mal so Red Riding Hood noch und Snow White and the Huntsman. Was hältst du denn von sowas? Ich habe die Filme noch gar nicht gesehen. Echt nicht? Die interessieren mich überhaupt nicht, weil ich habe auch schon allein bei den Trailern, wenn ich die sehe, denke ich, oft lächerlich. Ja, ich weiß das nicht. Ist nicht vor allem mehr dieses verträumte Hänsel und Gretel gab es ja auch. Ja. Gibt's jetzt. Ich glaube, ist das im Kino? Ich glaube, das ist neu. Auf jeden Fall. Das habe ich auch nicht gesehen. Ich konnte es einfach nicht glauben, was ich da sehe. Und es interessiert mich irgendwie nicht. Also ich halte nicht viel davon. Ja, ist ein bisschen trashy vielleicht. Zu trashy und wenig Märchen irgendwie. Ja, genau, ne? Genau. Genau. Ja, ich glaube, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also ich bin auch mehr so ein, wenn es Märchen ist, soll schon ein bisschen verträumt sein, genau, oder? Genau. Ja. Okay, vielleicht können wir einen noch machen. Da könnte man vielleicht auch ein bisschen mehr zu erzählen hier. Vanny Sun möchte wissen, ist es sehr anstrengend, einen Manga zu zeichnen? Vielleicht kannst du auch so ein bisschen erzählen, wie das so bei dir abläuft. Mhm. So grob. Also wenn ich eine Vorgabe kriege, dann ist das natürlich viel einfacher für so mich. Genau. Obwohl es das auch ein bisschen schwer war, weil es eine Geschichte war, die es eigentlich schon gibt. Stimmt. Da musste man schon eine auf neue jeden Fall Interpretation dann. Bei einer Vorlage muss man sich natürlich an das Thema halten, an das vorgegebene Thema. Dann muss man sich natürlich um dieses Thema eine Geschichte einfallen lassen, je nachdem wie lang sie werden muss. Dann geht es natürlich erstmal an den Storyboard. Bevor man den Manga wirklich zeichnet, sauber ausarbeitet, dann zeigt man das dem Verlag. Und wenn es danach keine Verbesserungsvorschläge gibt oder doch Verbesserungsvorschläge, nach dem Okay kann man weitermachen. Genau. Dann geht es ans Vorzeichnen, ans Reinzeichnen und dann tuschen, rastern und dann ist es fertig. Machst du das denn auch so Vollzeit nicht wirklich, oder? Also musst nebenher immer arbeiten oder als Schule oder was machst du? Ja, ich gehe noch zur Uni. Ach so, ja klar. In Düsseldorf, ja genau. Ja. Und da studiere ich halt noch. Also ich widme mich leider nicht ganz dem Manga-Zeichnen. Ist aber trotzdem hart dann beides gleichzeitig, ne? Also ist auch viel Arbeit. Ja. Kenne ich ja auch. Es ist dann, sitzt man Tag ein, Tag aus. Da macht man auch die Nächte durch. Okay, ich glaube, das war also einiges schon super. Tut mir wirklich leid, dass wir nicht jeden beantworten sehr können. Schade. Vielleicht können wir ja nachher nochmal auf Facebook so ein bisschen chatten oder sowas. Ich möchte noch eine Kleinigkeit euch ans Herz legen. Und zwar wird es nachher einen hiervon zu gewinnen geben. Also bleibt auf jeden Fall dran. Das ist auch von Rehan und von mir signiert worden. Das könnt ihr hier sehen. Das ist auf jeden Fall super cool. Also bis später dranbleiben. Ich erzähle euch noch, wie ihr das gewinnen könnt. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du hier warst. Danke für die Einladung. Und ich hoffe, man sieht sich wieder auf der Show. Ne? Hoffentlich. Ja. Danke. So, dann bis später. Bis später. Tschüss. So, alles klar. Jetzt, genau, also danke nochmal für all die Fragen. Super, finde ich super klasse. Aber jetzt kommen wir direkt zur nächsten Rubrik und zwar Cosplay. So, also beim Cosplay ist das ja so, dass wir wieder das Märchenthema haben. Das heißt, unsere zwei Gäste, die heute herkommen, sind auch total märchenhaft angezogen und die schauen wir uns jetzt mal an.
war. Also, ich weiß nicht, das Mikrofon funktioniert es. Hallo, hallo? Ja, hallo, dass ihr da seid erstmal. Man kann ja eigentlich schon total erkennen, wer ihr sein sollt. Aber stellt euch trotzdem mal vor. Ich halte euch mal das Mikro hin. So, wie heißt du? Ich bin die Lara und ich mache die Goldmarie. Super. Und du bist? Ich bin die Elena und ich mache das Rotkäppchen. Also ich finde die super schön. Also wir hatten ja gerade so Cosplay-Competition, das ist leider nicht zustande gekommen, weil eine wegen Krankheit nicht kommen konnte. Stattdessen aber habe ich halt eine Kleinigkeit für euch und ich drücke sie euch gleich in die Hand, aber ich frage jetzt stattdessen einfach mal ganz viele, ich bombardiere euch jetzt mit Fragen. Also, ich bin mir sicher, da sind einige brennend gespannt drauf, wie man denn sowas zum Beispiel herstellt. Ja, wo fange ich denn überhaupt an? Wie kommt man dazu, so ein geiles Kostüm zu schneidern? Ist selbstgemacht, ne? Ja, ist selbstgemacht. Eine Freundin von mir, die hatte mich darauf gebracht, die hatte gefragt, sie wollte gerne Pechmarie machen und hat halt gefragt, ob ich mal Goldmarie dazu machen würde. Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich. Dann habe ich erst mir überlegt, würde ich das gerne mal so anders machen, so mehr so im orientalischen Bereich, weil Goldmarie einfach gut da reinpasst, dachte ich. Mhm. Das fand sie aber doof. Wie jetzt? Und sie hatte sich so mehr so den Barockstil vorgestellt. Ah, okay. Und dann habe ich das halt umgeändert und dann hatte ich halt das so gezeichnet und das fand sie auf jeden Fall besser und dann habe ich damit angefangen. Super. Und wie lange ungefähr hast du hier dran gesessen? Also das hast du schon selber dann alles zusammengestellt, ne? Ja, also ich habe dafür so ungefähr 4 Tage gebraucht, aber dazu muss ich auch sagen, ich bin Schneiderin, ich habe das gelernt und das ist klar, dass ich nicht so lange brauche, wie man damit gerade erst angefangen hat. Ja, ich glaube, normalerweise braucht man auch länger, aber super Vorteil hier. Und bei dir? Ja, also ich muss jetzt leider sagen, dass das Kostüm jetzt von der Lara genäht wurde. Ach so. Hm? Aber ja, normalerweise also für meine normalen Kostüme brauche ich mal so eine Woche. Mhm. Ist eigentlich auch ziemlich schnell, oder? Ich weiß nicht, also ich glaube schon, dass ich im Gegensatz zu manchen anderen etwas schneller nähe, aber ich hänge dann auch mal die ganze Nacht dran. Okay, also es ist auch super detailreich, also das kann ich mir vorstellen, dass du da wirklich durchackern musst, um das hinzukriegen, so zeitlich. War bei dir eigentlich war bei euch, also Vorlage, du hast gesagt, du hast es selber designt auch und bei dem, war das auch so? Nein, also das Kostüm, das hat eine Originalvorlage von... Von Tsukiji Nao. Der hat Adekan gezeichnet. Ah, okay. Also dann Illustration oder Manga? Ich weiß jetzt gerade nicht. Ja, aus dem Artbook ist das. Artbook, okay. Also das war aus dem Artbook und ja, dann das halt war aus dem Artbook. Hat dir besonders gut gefallen, dann hast du das ausgesucht. Ja. Also beziehungsweise sie dann. Aber ich liebe Rotkäppchen, von daher. Ist auch super geworden, klasse. Okay, also hier habe ich, wie gesagt, meine Entschädigung, dass kein richtiger Wettbewerb stattfinden konnte, leider. Also auch hier signiert, für alle nochmal zu sehen. Ich hoffe, euch gefällt es. Die Sonderedition natürlich im großen, hier dicken Einband. Hier, bitteschön. Und wir sehen uns auf jeden Fall nochmal am Ende. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr da wart. Wartet mal, bleibt mal nochmal hier. Moment, ich habe nämlich was fast vergessen. Und zwar... Dadurch, dass wir hier jetzt keinen riesen Wettbewerb machen konnten, wollen wir auf jeden Fall, dass ihr noch mitmacht. Und zwar schickt uns einfach eure Videos in Märchenkostüm, also Cosplay, ein. Die dürfen maximal 1 Minute sein. Wir werden auf jeden Fall noch Infos auf Facebook posten. In der nächsten Sendung werden wir uns 3 der besten Videos aussuchen und die werden wir dann auch in der Sendung zeigen und dann wird natürlich ein großer Wettbewerb sein und einer von denen wird ein 3-Tages-Ticket zur Animagic dieses Jahres gewinnen. Also auf jeden Fall mitmachen und viel Glück und hoffentlich kriegen wir ganz viele Einsendungen zur nächsten Sendung. So jetzt. Danke nochmal und bis später. Tschüss. So. Ich mach's mir hier nochmal gemütlich. So, lala. Ich versinke im Kissen. Ah, so. So, das tun wir mal beiseite. Ja, da sind wir jetzt auch, glaube ich, schon... Genau, also vom Schneidern, Selbstschneidern, geht's jetzt weiter zum selber Häkeln. Und da sind wir bei der nächsten Rubrik. Ach so, ja. Hier ist... Und zwar, Häkeln ist jetzt total in, denn es gibt diesen Trend namens Maiboshi und ihr denkt sicher so, was ist das denn? Häkeln ist was für Omas oder so, aber nein, das ist nicht wahr. Dieses Maiboshi heißt auf Japanisch heißt ja Mütze oder Hut
Und das ist jetzt im Moment total der Boom. Und zwar haben ganz viele Leute angefangen, selber zu häkeln, dank dieses wunderbaren Buches. Und da sprechen wir jetzt auf Skype nämlich auch mit einem der zwei Autoren. Sorry, ich verhaspel mich hier total. Ich bin so aufgeregt. Und zwar dem Felix Roland. Schauen wir mal, ob der hier schon auf Skype ist. Moment, ich mach's mir nochmal. Ich sitze nicht richtig.